Hallihallo, meine lieben Mummis, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Nice, nice, nice. So, wir rufen jetzt nochmal unsere Karte auf und gucken erstmal hier nach. Wir müssen erstmal reinkommen hier, ne? Erstmal reinkommen hier. Schnell speichern? Nein. Meine Fotos, Fotos von Freunden, keine Fotos. Die Fotos machen wir erstmal weg, dass wir eine Karte so schön für uns haben, sag ich mal. Alle Symbole verbergen, Gameplay-Symbole, nicht abgeschlossene Orte, historische Orte. Alle Symbole verbergen, Gameplay-Symbole. Was heißt Gameplay-Symbole? Wir lassen einfach Gameplay-Symbole, ne? Aber was passiert hier? So. Wir sind auf jeden Fall hier. Ich würde mal sagen, meine lieben Mummis, wir machen als erstes mal den Todessprung. Wisst ihr, was ich meine, um unsere Karte so zu erweitern? Das ist auf jeden Fall ein Gegner. Wie gesagt, ich muss ja erstmal hier reinkommen, meine Lieben. Ich lasse mich ganz in Ruhe erstmal spielen. Er gesagt, die Lage erstmal abchecken. Er wartet da einfach so. Ja, ich würde mal sagen, da holen wir den erstmal einfach die Glocke, oder? Wir holen den einfach die Glocke. Was ist los hier? Oh, ernsthaft, wenn wir jetzt unseren Adler steigen lassen. Ich sag dazu jetzt erstmal nichts. Außer, dass wir den jetzt einer für die Glocke haben. Wir gucken mal. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Am liebsten würde ich dann erstmal alleine spielen und dann da reinkommen und so tun, als ob ich was kann. Aber ihr kriegt die pure Doofheit komplett mit. Was ist los mit dir? So. Was mit denen? Ist das ein Bucky oder was? Der steht da wieder in der Ecke da, ey. Ah, ich liebe sowas. Hauptsache ist nicht so ein Mist wie in Assassin's Creed Unity. Das war ja mal richtig schlimm. Das Spiel war mega nice. Leg den neu hin, Alter. Meine lieben Homies, das geht mir jetzt schon wieder voll auf den Sack, sowas, ehrlich. Boah, ich hasse sowas, ehrlich. Wieso lässt man das Spiel nicht so wie es war, wenn man Assassin's Creed Origin zockt? Warum macht man da nicht einfach ganz normal Kreis ducken? So was verstehe ich nicht. Warum ändert man immer das Gameplay? Sagt mir das mal. Boah. Ich will den nicht aufheben. Kann man den nicht durchsuchen? Als ob der nichts hat? Ich will den alles abziehen, meine Momis. Alles, was er hat, will ich den wegnehmen. Okay, auf jeden Fall werden wir diese Fähigkeit nicht machen, weil ich will die Sachen selber einsammeln. Das macht viel mehr Spaß, anstatt dass das automatisch passiert. So, und wir gehen jetzt erstmal zum Aussichtspunkt. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ah, das wird ein langes Gameplay. Das schwöre ich euch, das wird ein langes Let's Play. Let's Play, meine lieben Mummies. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade angepisst war, aber ich hasse sowas. Warum macht man das nicht so, wie es ist? Man zockt Assassin's Creed Origins. Dann macht doch genauso, wie man die Steuerung im Kopf hat. Mach es doch einfach. Anstatt das jedes Mal dumm zu ändern. Kann ich mich nicht mit anfreunden, sowas. Hasse ich. Wie die Pest. Wir kommen hier gleich zu, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal den Todessprung. Die Tieropfer dieses Tempels. Ich sollte mich vorsehen. Alexios, mach den Mund zu. Ah, schön ist, wir können wieder hier schön in die Wände hochklettern. Das ist schon mal nice. Zu den Tierchen kommen wir gleich. Wie gesagt, wir machen jetzt erst einen Todessprung. Wir üben erstmal so ein bisschen hier, ein bisschen rumrennen und so. Einfach nur geil, meine Mummis. Ich will das genießen, wisst ihr, was ich meine? Schön, schön, schön. Ich sag mal so, das wird von Part zu Part besser. Hau bloß ab, Bock.
Ich sag mal so, unser Adler bleibt auf jeden Fall Seno. Da kennen wir nichts. Aber Bayek hat Seno weitervererbt. Gönnt euch mein Limonis. Schöne Sache. So, wo können wir jetzt reinspringen? Theoretisch haben wir immer vor uns dann so einen Todessprung, ne? Wir nicht. Wir nicht. Was ist mit ihm hier? Er schläft im Boden. Okay. Dann würde ich sagen, meine lieben Homies, was machen wir jetzt? Ich hätte mir mehr so gewünscht, dass wir jetzt direkt das Adlerauge haben. Dass wir alles abchecken können. Das stört mich jetzt ein bisschen, aber egal. Seid nicht so auf mich, denkt dran, ich muss erstmal hier reinkommen. Ne? Ich muss erstmal selber gucken. Am liebsten hätte ich das so gespielt, anstatt so Let's Playen. Aber ich will, dass ihr komplett mit dabei seid, live. Auch wenn meine Doofheit lachen können, wie ich mich aufrege. Soll alles so sein, wie es ist. Und so, unseren Todessprung haben wir gemacht. Wir haben diesen Bereich freigemacht, sag ich jetzt mal. Also. Machen wir jetzt erstmal eine Quest. Komm, wir kommen, machen jetzt erstmal eine Quest, um da reinzukommen. Okay, hier wird uns kein Weg angezeigt. Sehr schön. Top auf jeden Fall. Ach, ich vergesse halt immer meine Jungs. Entschuldigung. Ich hoffe, dass ich mich jetzt so vertan habe. Nee. Wir rennen einfach mal zum Fragezeichen. Was sollte das? Okay, hier können wir uns zum Verstecken, dann sieht uns keiner. Alles klar. Wo ducken wir uns denn? Natürlich nicht da, wo man sich immer duckt. Oh nee, jetzt geht auf einmal. Lächerlich, ey. Lächerlich, Alter. Warum hast du dich denn nicht vorhin geduckt? Boah. Schlimm sowas, mein Lieber. Schlimm. Die meisten, die jetzt zugucken, die sind bestimmt voll angepisst auf mich so. Ich bin gerade selber voll angepisst, weil mir gerade voll auf den Sack geht. Ich habe mich da so drauf gefreut und dann so Kindergartenkacke, Alter. Duck dich doch direkt, so wie es gerade am Anfang war. Dann macht er das nicht und jetzt macht er das auf Kreis. Aber es wird noch besser, meine Jungs. Es wird noch viel, viel besser, glaubt ihr mir. Geil. Weiß ich nicht, wir sind hier. Ich finde das so voll dumm, so die Karte und so. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie kacke. Kann ich nicht vergleichen mit Assassin's Creed Origins, so. Das finde ich Schrott. Meine Meinung. Sieht kacke aus. Warum soll ich auch lügen? So, wisst ihr, was ich meine? Nee, finde ich gerade echt scheiße. Muss ich mich erstmal mit anfreunden. So, ich hätte gerne mein verkacktes Adlerauge, dass ich jetzt erstmal schön die ganzen Sachen durchsuchen kann. Was nicht am Start ist, so. Wahrscheinlich haben wir den Müll auf irgendeinen anderen Knopf. Oh, wir haben eine Flamme hier. Läuft bei uns.
Damit haben wir. Ist auch nichts. Auch nichts. Das natürlich ausweichen. Jetzt duckt er sich, was er gerade nicht die ganze Zeit gemacht hat. Wie gesagt, wir müssen erstmal reinkommen. Ich muss mich erstmal mit dieser Karte anfreunden. Seid nicht pissig auf mich, weil ich jetzt ein bisschen darüber lässer. Weil wer Assassin's Creed Origins gezockt hat, Alter, möchte natürlich auch direkt diesen Standard haben. Ist ja wohl normal, oder? So, 133 Meter. Wir schnappen uns erst den als erstes. Und gucken mal, was passiert. Und ich versuche jetzt nicht mehr zu lästern, meine Momis. Okay, ich könnte jetzt schon wieder anfangen rumzulästern, weil gerade stand 133 Meter laufen, weil da kommt ein neuer Ort und dann ist das schon wieder weg, also... kann ich bis jetzt noch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich hätte lieber erst alleine gespielt. Andere sagen dann, spielt er da alleine. Nein. Soll alle mit dabei sein, ist real. Abonniert diesen Kanal. Gebt mir Tipps und Tricks auf jedes Spiel, was ihr sehen wollt. Fertig ab. So muss das sein. Da soll ja auch positive, negative Kommentare kommen. Ihr sollt euch ja selber darüber aufregen, darüber freuen. So muss das sein. Wir sind Master Biomi. Wie jeder andere, Alter. Jeder andere YouTuber, der seinen Namen hat, das seid ihr, nicht der. What's that, motherfuckers? Toll. Super. Puh, krass, meine lieben Mummies. Ein bisschen merkwürdig. Ich finde das gerade ein bisschen bescheuert. So, Da muss. Das ist genau. Das ist das Behindertste überhaupt. Genauso wie bei Origins das war. Und dieses verkackte Zoom, ne? Hoch und runter, ne? Mach mir doch einfach die Karte auf. Zeig doch einfach die Sachen, die jetzt da zu sehen sind. So wie die sind. Zeig es doch einfach in groß. Wo ist das Problem? Nein, man muss blöd da klein rangehen. Und da muss man erstmal gucken, na da und da. Nein, das ist scheiße. Da hat nichts mit Untersuchen zu tun. Das ist einfach nur Kacke. Entschuldigung, mein Name, das heißt jetzt so Sache, aber das ist echt Abfuck. Deswegen, da wird so hochgeladen, wie es ist. So, dann gucken wir mal, was das hier ist. Kleines Knisterfeuerchen oder was. Okay, ich bin jetzt schlauer geworden. Wir müssen auf jeden Fall wieder komplett ranzoomen. Leider, leider. Aber egal. Wir sind alle nur Menschen, jeder hat seine eigene Meinung. Schatzplündern, ja, würde ich gerne machen. Ich bleib lieber unbemerkt. Aber wir haben ja leider kein schönes Adlerauge. Das nervt mich ein bisschen. So, dann weiter geht's, meine Momis. Unser Knisterfeuerchen haben wir jetzt durch. Ne? Da ist ein kleiner Haken dran. Das sehen wir jetzt. Also würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Dieses Fragezeichen erstmal. Komm, wir machen jetzt aber dieses Fragezeichen. Mich stört ein bisschen, dass das nicht so... Ja, ich will das jetzt nicht mit GTA vergleichen, aber dass man selber rennen kann. Wisst ihr, was ich meine? So blöd nach vorne drücken, was habe ich davon? Das ist kacke, warum kann ich nicht hier XXX drücken, so dass er schneller rennt? Weil so rennt doch kein Mensch. So, der rennt da gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja kein Rennen. Das ist ja nur so ein Rumgehampel. Diese Figur werden wir zerstören, mal die Momis, die da vorne gesehen hat. So, Schatzbünder. Machen wir natürlich. Ah, ich liebe dieses Spiel. Erstmal reinkommen hier. Ne? Lästern, lästern, das muss sein. Jeder hat seine eigene Meinung. Sehen die ganze Zeit die weißen kleinen Punkte. Ist okay.
Aber wie gesagt, ich würde mir immer wünschen, dass wir jetzt ein Adlerauge hätten. Dass wir halt einmal kurz anmachen und dann sehen, okay, da ist noch was, da ist noch was. Da gehen wir dann hin. Das ist ja, wenn man eingespielt ist auf Assassin's Creed Origins, ne? Ist einfach so. Ich kann zu jedem empfehlen, euch dazu kaufen. Ist einfach nur geil. Auch wenn ich lässer, ich feiere dieses Spiel. Jeden Teil. Das Schlimmste, was ich mir geholt habe, war Assassin's Creed Chronicles. Da war ich sehr, sehr enttäuscht. Da gab es drei Länder. Da habe ich gedacht, boah, geil, Alter, dahin und sowas. Und dann ist das so ein Scheiß. So wie früher, wo man bei Prince of Persia von links nach rechts rennt. Also da war ich echt enttäuscht. Allein für den Preis, da 40 Euro oder was das da war. Das war schon unter aller Sau. Okay, wir können das aufheben. Was können wir damit machen? Können wir das schmeißen? Können wir das schmeißen? Ja, wir können das schmeißen. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt mit Feuer drauf schießen. Der hat gesagt, mit einem Pfeil mit Feuer. Haben wir aber nicht. Also, meine Mummis, gehen wir weiter. Das haben wir jetzt hier abgeschlossen wieder, ne? Das ist nice. Wir machen das hier nach und nach. So stelle ich mir das vor. Eigentlich müssen wir jetzt hier wieder zurück. Wir gehen auch hier wieder zurück. Wir machen erstmal das Fragezeichen und dann machen wir die Quest. Also machen wir jetzt erstmal die Schnellreise. Wie gesagt, wir machen das nach und nach. Wir wollen ja alles erkunden. Das Schöne ist, durch dieses nach und nach kommen wir auch immer mehr nach und nach in dieses Spiel rein. Seid wirklich nicht sauer auf mich, nur weil ich gerade ein bisschen gelästert habe. Ne, ich habe andere Vorstellungen gerade gehabt. Deswegen, ich habe mich jetzt darauf einprogrammiert, locker zu bleiben. Das anzunehmen, so wie es ist. Deswegen. Wenn ihr Bock habt, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Wir machen hier keine Werbung auf Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, braucht man nicht. Die Master Homie Armee, die wächst so. Von alleine. Die kommt aus dem Nichts. Das Beste kommt zum Schluss. So sehe ich das. Ganz ehrlich, ich habe jetzt wieder gedacht, wir springen jetzt wieder irgendwo daneben. Aber okay. Ein grüner Busch, jetzt haben wir hier wieder das Gleiche. Was ist das? Wäre schön, wenn da mal was steht. Aber nein, warum auch? So, meine Mummis. Dann machen wir als erstes jetzt dieses Fragezeichen. Ein unentdeckter Ort. Ich muss mich erstmal drauf einspielen. Ich will ihn mal Bayek nennen, genauso wie unseren geilen Adler. Zeno nennen. Sagt man Adlerin? Ich weiß es nicht. Eisenbrocken. Okay. So, dann klären wir den Ort da oben noch. Dann beenden wir diesen Part. Bloß nicht sehen lassen. Hey, keine Bewegung, verdammt! Da ist doch irgendwas faul. Ernsthaft, mein Limomis? Alles klar. Das ist dann jetzt wieder so, dass wir von unseren Fähigkeitspunkten zu niedrig sind. Letzter Spielstand laden. Okay, dann können wir da leider jetzt noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, welches Level wir sind. Was sind wir denn? 1, 2, 3? Auf jeden Fall haben wir da leider noch keine Chance gegen. Deswegen gucken wir jetzt nochmal nach, wo wir sind. Warum bitte lass die Ladezeit nicht so lang sein wie bei Assassin's Creed Odyssey. Origins, Entschuldigung. Da war das Schlimmste überhaupt. Boah, da hat mich so abgefuckt, da glaubt ihr gar nicht. Allein das, das dauert viel zu lange. Ja, wahrscheinlich lässt euch auch die ganze Zeit rum, weil ich noch ein bisschen erkältet bin und gar nicht in vollen Zügen genießen kann, das Spiel. So, okay.
Wir sind 8 Stufe 1, okay. Dann könnten wir uns das auf jeden Fall erstmal sparen. Aber das Ding ist, wir wissen ja auch nicht, wo wir sind. Ne, welche Stufe wir da sind. Oder welche Stufe wir da brauchen. Ist ja ein unentdeckter Ort. Da müssen wir halt nach und nach machen. Okay, meine Mummis. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage, bis zum nächsten Part von Assassin's Creed Odyssey. Auf Wiedersehen.